Moin, moin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Flensburg Aktuell. Moin, Sabine. Moin, Frank. Heute haben wir vier Beiträge für euch. Unter anderem waren wir bei der Flüchtlingshilfe in Flensburg. Und zu Hause unterwegs. Wir haben die Niederdeutsche Bühne besucht. Und waren auf einem ganz besonderen Flugtag in Leck. Und natürlich gibt es noch unsere Veranstaltungstipps. So, dann kommen wir mal zum ersten Beitrag, ne? Ja. Ihr erinnert euch an die Kleiderkammer. Und auch diesmal haben wir einen Beitrag über Flüchtlingshilfe. Und den zeigen wir euch jetzt. Im Herbst 2014 hatte eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern die Flüchtlingshilfe ins Leben gerufen. Daraus gründete sich im Sommer 2015 der Verein Flüchtlingshilfe Flensburg. Wir waren vor Ort und haben uns über die Aufgaben und Patenschaften informiert. Ja, unser Anspruch ist einfach, Menschen zu helfen in erster Linie. Das kann in verschiedensten Formen geht das vonstatten. Wir machen hier Beratung. Die Leute kommen mit eigenen Anliegen zu uns, von der GZ-Befreiung bis hin zum Familienzusammenführung, dass wir da halt Leute mit denselben Interessen zusammenbringen einfach. Und im Idealfall entstehen dann Freundschaften. Genau, und wir haben halt dieses Raum hier, diesen Haus, wo einfach Begegnungen stattfinden jeden Tag. Freundschaften werden geschlossen. Sonntags frühstücken wir im Peppermint. Mit 7 Leuten angefangen, mittlerweile knapp bei 50, schätze ich, wo einfach Hälfte, Hälfte ist. Hälfte ja, Menschen, die fliehen mussten, und Hälfte von Flensburgern. Mittlerweile bietet dieser Verein zahlreichen geflüchteten Menschen und allen Flensburgern einen Hort für verschiedene Projekte. Dazu zählt zum Beispiel das für Flensburg einmalige Patenschaftsprogramm, von dem auch Yasser profitiert. Magst du darüber erzählen, was ihr gemeinsam veranstaltet, also wie eure Begegnung aussieht? Ja, also zuerst, wir haben uns also zusammen kennengelernt. Und dann, also sie macht viel zu uns, also sie betreut uns immer, was brauchen wir von Termine, von also wenn zum Jobcenter wollen gehen, ja, sie macht viel zu uns, also sie sagt zu uns niemals nein. Jetzt ich suche einen Partner zum Gitarrespielen. Ich wollte immer Gitarrespielen lernen. Jetzt ich habe Niklas gesagt, ich will einen Partner für Gitarrespielen. Ja, und ja, wir suchen noch immer zusammen für einen Partner oder Partnerin. Wer helfen möchte und sich eine Patenschaft vorstellen kann, findet Infos unter www.flüchtlingshilfe-flensburg.de. Aber auch das Büro und die Begegnungsstätte in der Schiffbrücke 45 können jeden Tag besucht werden. Schön, dass die Menschen dort so viel Unterstützung bekommen und zusammen ihre Freizeit gestalten. Ja, das finde ich allerdings auch. Und Freizeit gestalten, das waren wir ja auch mit zu Hause unterwegs. Ja. Und diesmal ging es zum Golfspielen. Minigolf. Bei zu Hause unterwegs wird's diesmal sportlich. Aber von wegen, das Runde muss ins Eckige. Wir waren Minigolf spielen, ein Sport, wo es um Geschicklichkeit geht, wo man draußen ist und der richtig Spaß macht. Wir waren beim MGC Harresle Wassersleben, einem eingetragenen Verein in Wassersleben, wo man diesen Sport ausüben kann. Mist. Oha. Treffer versenkt. Und Öffnungszeiten gibt es natürlich auch. Und die sind samstags von 14 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Das war herrlich. Ein sonniger Tag. Jo, und für weitere Freizeitgestaltung zeigen wir euch jetzt die Veranstaltungstipps. Noch bis zum 15.10. ist die deutsch-dänische Grenzlandausstellung zu sehen. Malereien, Skulpturen sowie Grafiken sind in der dänischen Zentralbibliothek immer von Montag bis Samstag ab 10 Uhr zu sehen und der Eintritt ist frei.
Alljährlich starten von hier aus vom Museumshafen Flensburg die Schiffe zur Apfelfahrt. Es geht am 14.10. los um 13 Uhr nach Glücksburg. Dort werden mindestens eine Tonne Äpfel eingeladen und zurück geht die Fahrt nach Flensburg hier zum Museumshafen. Und wer Lust hat mitzumachen, der kann gegen eine kleine Spende auf das Schiff steigen und abfahren. Viel Spaß! Wer zu Hause noch einen CD-Player oder gar einen Schallplattenspieler hat, ist hier am 23.10. genau richtig. Hier im Deutschen Haus findet nämlich die CD- und Schallplattenbörse statt. Das Ganze geht von 11 bis 16 Uhr. Sag mal, was machst du denn da für ein Theater? Ich doch nicht. Hä? In der Niederdeutschen Bühne. Dort gibt das Theater. Ja? Jo. Okay. Hey, geh, komm mal her. Ja. Schallig, was, Opa? Theater gibt es in Flensburg einige. Und ein von der Theater spielt sogar Stücke auf Plattdeutsch. 1920 wurde die Flensburger Speldel gegründet, die dann 6 Jahre später in die Niederdeutsche Bühne Flensburg umbenannt wurde und zunächst einmal den städtischen Bühnen unterstellt wurde. Mit 7 Premieren pro Spielzeit erreicht die Niederdeutsche Bühne heute ca. 24.000 Zuschauer jährlich. Es gibt 5 hauptamtliche Mitarbeiter und ca. 60 ehrenamtliche Mitglieder, die die Niederdeutsche Bühne am Laufen halten. Und einige von ihnen stellen wir euch jetzt vor. Natürlich gibt es auch in der Niederdeutschen Bühne den Ort, wo der sogenannte Papierkram erledigt wird. Da, wo zum Beispiel die Karten gekauft werden können. Und für diese ganzen Dinge ist Freier Priebe zuständig. Wir machen Buchführung, wir berechnen, wir machen die Abschlussrapporte für die einzelnen Vorstellungen. Wir rechnen mit der GEMA ab, wir rechnen mit den Verlagen ab. Wir betreuen unsere lieben Spieler, das ist natürlich das Wichtigste. Außer den Schauspielern gibt es natürlich auch noch andere Dinge auf der Bühne zu sehen. Zum Beispiel alte Fernseher oder Radios, Besteck, Geschirr, Musikinstrumente, all das, was die Schauspieler brauchen, um das Stück authentisch wirken zu lassen. Und dafür gibt es im Theater die Requisite. Und die gibt es natürlich auch in der Niederdeutschen Bühne. Und in diesem Fall machen das 2 Menschen, nämlich Angelika Kara und Rudi Grupp. Ja, also die Requisite wird gebraucht, um den Spielern alles auf die Bühne zu bringen, was sie so brauchen für das ganze Stück. Und dann wird es dann auf die Bühne gebracht und wenn dann das für gut befunden wird vom Regisseur, dann sind wir natürlich ganz glücklich. Wir sind natürlich auch dankbar und froh, wenn wir Dinge erhalten, die im Haushalt oder im Garten nicht mehr gebraucht werden und wir sehen nach, ob wir das in unserem Fundus benötigen oder nicht. Alles, was die Schauspieler an Kleidung tragen, geht durch die Hände von Barbara Büsch. Das ist die Schneiderin der Niederdeutschen Bühne Flensburg und sie schneidert all die Sachen, die die Schauspieler auf der Bühne anhaben. Also Hemden, Hosen, Jacken, all das, was die Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen, um so auszusehen, wie es das Stück verlangt. Ich bin gleichzeitig auch Kostümbildnerin, muss mich also so ein bisschen um die kreative Seite der ganzen Geschichte kümmern. Allerdings alles in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, der dann das letzte Wort hat. Und auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es natürlich auch bei der Niederdeutschen Bühne einen, der die Sache regelt. Und das ist in diesem Fall Rolf Petersen. Also meine wichtigste Aufgabe ist, den Spielplan zusammenzustellen, das heißt die Stücke auszusuchen und die dann mit dem Ensemble, das mir zur Verfügung steht, zu besetzen eben. Fürs Finanzielle bin ich auch zuständig, bin gleichzeitig noch Geschäftsführer und muss darauf achten, dass die Ausgaben nicht die Einnahmen übersteigen. Und für das leibliche Wohl ist in der Augustastraße auch gesorgt, und zwar vor und nach dem Theater. Die Niederdeutsche Bühne in Flensburg. Ein Theater in Flensburg. Aber der einzige, der Stücke auf Plattdeutsch spielt. Aber dürfen dann auch mal den Hof auf die Norm umschreiben?
geschrieben wurde. Haben wir denn gar nicht von Schnackt? Nee. Das sind die Reinigtukommen. Sag mal, Frank, kannst du dir vorstellen, da mitzuspielen? Ja, klar. Oder ja? Hast du keinen Lampenfieber? Nö, das nicht. Vor kurzem hatte ich aber noch Flugangst. Die wurde mir genommen beim Flugtag in Leck. Oh, da gucken wir mal rein, oder? Ja, das machen okay. wir. Okay. Moin, moin. Na, die Sportfluggruppen. Hier gibt's Kaffee und Kuchen. Lecker. Hier gibt's auch Oldtimer. Ein schöner Hanomag. Ganz schön was los auf dem Flugtag. Jetzt muss ich nur noch den Organisator finden. Ich stehe hier mit Uto Peschel, dem Organisator des Behindertenflugtags. Wie kam diese Idee zustande, Uto? Diese Idee entstand im Jahre 1986. Da hatte sich ein Privatflugzeugführer wegen schlechtem Wetter helfen lassen vom damaligen Militär. Und für die freundliche Hilfe hat er eine Spende hinterlassen. Und dann hat der damalige erste Vorsitzende, der gleichzeitig Kreiskirchenjugendwart gewesen ist, diese Spende erhalten vom Tower Leck und hat dieses Geld weitergereicht, um den ersten Flugtag für Menschen mit Behinderung zu machen. Das hieß also, es war ein einfacher Tag, an dem wurden Rundflüge angeboten, Tasse Kaffee mit Butterkuchen. Ich stehe hier mit René, der schon mal geflogen ist. René, was ist das Besondere für dich am Fliegen? Fliegen, das ist schön. Alles ganz gut, toll. Ja. Ja. Dann wollen wir keine Müdigkeit vorschätzen. Ich bin nämlich noch gar nicht geflogen, bin auch ein bisschen aufgeregt und ich würde sagen, dann wünsche ich uns beiden einen guten Flug. So. Ja, Frau Christoph, den Segelflugkopf zurückrollen, ist der Tragschrauber unten. Ja, jetzt geht's los. Ein bisschen flau im Magen ist mir ja schon. Ja, das wird schon gut gehen. So schlimm ist das Fliegen gar nicht. Was eine schöne Aussicht. Hätte ich mal viel früher probieren sollen. René scheint es auch toll zu finden. Jetzt darf René noch kurz fliegen. Nicht auf das. So, vielen Dank. So, da sind wir wieder. Und René, wie fandst du es? Wie war's? Gut war das. Ich selbst bin erst 5 Jahre später eingestiegen und wir haben dann versucht, das nicht mehr nur zu einem Almosentag zu machen, Behinderte mal fliegen zu lassen, sondern haben gesagt, wir geben unsere Kompetenzen und die Behinderten bringen ihre Kompetenzen mit. Sprich, sie machen selbstständig Musik. Sie werden Sachen anbieten aus ihrem Arbeitsbereich, zum Beispiel auch die Trommelgruppe wird sich vorstellen. Und wir haben die Feuerwehr angesprochen, die Polizei, die Bundespolizei. Und daraus ist das entstanden, was ihr heute hier seht. So. Was machst du denn da jetzt? Ich mach mich schick. Wofür? Für unseren Flug. Flug. Ah, für unseren Abflug. Jo, dann ja, lass uns mal los. Ne, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.